Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Nah Erholen mit Heavy Bullets. Und der eine oder andere von euch wird sich jetzt wahrscheinlich denken, um Gottes Willen, was hat er denn da jetzt schon wieder für ein Blödsinn ausgegraben? Und ich weiß, es ist schon eine ganze Weile draußen und es war, bevor es richtig rausgekommen ist, auch eine ganze Weile im Early Access. Aber ich habe es jetzt erst entdeckt und es macht mir unglaublich viel Spaß und ich dachte, ich produziere zumindest mal eine Folge davon, um es euch zu zeigen. Und ihr könnt euch dann gerne entscheiden, ob ihr davon mehr sehen wollt oder nicht. Es ist gemacht worden von den unglaublich großartigen Jungs von Devolver Digital, die sich auch für so fantastische kleine Spiele verantwortlich zeigen, wie Luftrousers zum Beispiel oder Gods Will Be Watching oder natürlich das unglaublich faszinierende und spaßige Hotline Miami. Und die arbeiten gerade an Hotline Miami 2. Hotline Miami ist für mich auch so eine Art Guilty Pleasure Spiel, irgendwie, wenn ich Lust habe, einfach mal für eine halbe Stunde oder eine Stunde irgendwie richtig die Sau rauszulassen, dann wird Hotline Miami angeworfen. Wenn ihr davon was sehen wollt, könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Und die Geschichte hier, die mit so einer Art kleiner Einführung losgeht, wir werden irgendwo hingeschickt, um irgendwas zu machen. Das spielt eigentlich überhaupt gar keine Rolle, deswegen überspringe ich das jetzt mal. Das ist eigentlich so eine Art Roguelike-FPS, in dem ich auch durch zufällig generierte Level laufe, bewaffnet mit diesem Revolver, der verschießt Heavy Bullets. Und die sind heavy, weil die prallen überall ab und ich kann sie wieder aufnehmen. So. Und dann muss ich manuell wieder nachladen und das ist das, was ich habe. Ansonsten habe ich noch Bomben, die ich mit der Shift-Taste platzieren kann. Ja, angezeigt wird das Ganze rechts unten, da könnt ihr meine Revolvertrommel sehen und die Anzahl der Kugeln, die ich noch zusätzlich habe, darunter die Zitronen, das ist die Anzahl meiner Bomben, die ich habe und ganz links meine Lebensleiste mit den drei Herzen, darunter das mit dem roséfarbenen Schlüssel, das ist die Anzahl der Schlüsselkarten. Und daneben ist mein Geld. Für jedes Vieh, was ich hier unterwegs erledige, kann ich Goldmünzen einsammeln. Mit denen kann ich mir dann an verschiedenen Vending Machines, also so Automaten, kann ich mir irgendwas dafür kaufen. Und wer von euch vertraut ist zum Beispiel mit der Spielmechanik von The Binding of Isaac, wird durchaus hier die ein oder andere Parallele feststellen, auch wenn das Ganze nicht in ganz einfachen viereckigen Räumen aufgeteilt ist. Und es ist tatsächlich ein Spiel, was mich manchmal so fordert, dass ich Schwierigkeiten habe, beides zu machen, zu reden und zu spielen. Und da geht's auch schon los. Und da könnt ihr auch schon mal sehen, wie ich mich wieder viel zu blöd anstelle. So, aber jetzt nehmen wir hier schnell die ganzen Kugeln wieder einsammeln. Da muss man eben auch so ein bisschen gucken, irgendwie bei dieser hier, Dead End, ne? Vielen Dank dafür. Bei dieser Grafik, ne, die so ein bisschen an den LSD-Trip erinnert, ist es manchmal schwierig, die Gegner zu sehen. Die hocken nämlich hier auch gerne mal in irgendwelchen Gebüschen und in hohem Gras und hast du nicht gesehen. Und zusätzlich kann man immer noch ein bisschen, da könnt ihr sehen, das Würmchen, das rosafarbene Würmchen in dem rosafarbenen Busch. Vielen Dank dafür. Und wenn man da nicht aufpasst, ist dieses Spiel schneller vorbei, als man sich versieht. Das sind diese Vending Machines, in dem Fall ist es eine Medbay, hier kann ich alles mögliche kaufen, was mit meiner Lebensenergie zusammenhängt. Ganz oben natürlich ein Heal, das heilt mich immer ein ganzes Herz. Silverlife ist wie so eine Art Schild, was ich trage und was ein Schaden-Ding, was auf mich einwirkt, komplett absorbiert. Und mit Max Life Up kann ich mir jetzt zum Beispiel, wenn ich 60 Dollar hätte, könnte ich mir dafür Max Life Up kaufen, also ein viertes Herz. So. Das sind so die Dinge, die ich weiß. Viel mehr ist es dann auch nicht. Irgendwie die Minen kann ich nicht mitnehmen, weil ich habe schon drei und mehr gehen offensichtlich nicht. Das ist schade. Das sind so die ganz normalen Türen mit dem Blau hier. Das gibt es auch noch in rosa. Und dann sind das Türen, für die ich diese Schlüsselkarten brauche. Türen am besten nie aufmachen, wenn man direkt davor steht, weil oft und gerne dahinter direkt ein paar Gegner stehen, die schon auf mich warten. Gerne gerade diese Sentry Gun Turrets sind äußerst unangenehm. Und das ist ein Banking Terminal. Und was ich nämlich machen kann, ist, ich kann hier Banking Deposit und kann dann zum Beispiel mein Geld, was ich habe, aufs Konto einzahlen. So. Und dann steht mir das im nächsten Run wieder zur Verfügung. Und das braucht man auch, denn es gibt, glaube ich, insgesamt 8 Level oder so. Sollte ich dieses erste Level hier beenden, werden wir es eventuell sehen, weil das angezeigt wird. Und ich glaube, im vierten und im letzten gibt es einen Bossfight und die haben es wirklich in sich. Und dafür braucht man eine ganze Menge Geld, um sich eine ganze Menge Zeug zu kaufen. Was ist das? War. Das bringt mir nichts weiter, außer dass ich es an der nächsten Vending Machine verkaufen kann. Ich kann auch immer ein gewisses Stück zurücklaufen. Das geht aber auch nicht ewig. Sell. Items. Or Chunk. Sell. Ja, das habe ich jetzt verkauft für 35 Goldmünzen, Dollar, sucht ihr was aus.
Und das zahle ich auch gleich wieder, zumindest die 30 zahle ich gleich wieder ein. So. Und so kann ich also versuchen, so langsam aber sicher mir ein kleines Vermögen anzusammeln, was ich dann brauche, um die Bosse zu töten. Die haben es durchaus in sich. Ich habe es noch nicht geschafft. Also ich, wie gesagt, ich bin auch nicht sonderlich gut in diesem Spiel. Das macht aber nichts. Es macht mir trotzdem unheimlich viel Spaß. Also man muss ja nicht immer, ne? So, was ist das? Das ist Red Potion. Das ist ein Health Potion. Also wenn ich sozusagen angeschlagen bin, kann ich damit ein Herz wieder auffüllen. So. Ihr merkt schon, das macht mir manchmal wirklich Schwierigkeiten, ne? Hier mich irgendwie auf das Spiel zu konzentrieren und gleichzeitig dazu zu reden. Das tut mir auch wirklich ein bisschen leid. Aber ich kann die Steine übrigens auch zerkloppen. So. Und es empfiehlt sich wirklich immer so ein bisschen vorsichtig um die Ecken zu gehen, um eventuell gleich schon irgendwas wegsnipen zu können aus der Distanz. Das war so ein Turret. Was gibt's hier? Nichts. Und so gut wie alles in diesem Spiel macht hier irgendwelche Geräusche, das hört ihr jetzt auch. Irgendwie meine umherspringenden Kugeln, die ich noch irgendwo einsammeln kann, machen andere Geräusche als das Geld, was noch irgendwo rumliegt. Und das ist eigentlich ganz hilfreich, sobald man sich daran ein bisschen gewöhnt hat, kann man also viel über die Akustik machen. So, ich glaube hier ist dann, ja, Bullets. Bullets braucht man eigentlich, also ich habe bisher noch nie Bullets kaufen müssen, weil man die dann doch tatsächlich immer mal wieder findet. So. Das war knapp. Aber natürlich hat mich die Sentry einmal getroffen, gleich am Anfang. So, hier geht's auch durch. Da kommen wir aber her. Ansonsten ist immer beim Looten, muss man immer gucken nach diesen komischen... Achso, nee, dann nehme ich doch lieber das... das Health Potion mit. Man kann auch sein... also mit den Platz vergrößern der Dinge, die man mitnehmen kann, also dass man mehr Sachen mit sich rumtragen kann, also aber nicht mehr verschiedene Items, glaube ich, sondern einfach nur mehr von einer Sache. Warum ist dieser Raum leer? War ich hier schon? Habe ich mich schon wieder verlaufen? Das passiert mir gelegentlich auch. Das ist dann immer sehr, sehr schön. Sieht so aus, als wäre ich hier schon gewesen, oder? Nee, hier ist das ist der Levelausgang. Okay, dann war hier einfach nicht mehr. Too many enemies around. Wirklich? Enemies? Habe ich Enemies übersehen? Na, ich gehe mal davon aus, dass es dieser war. Yep, der war's. So, und jetzt können wir mal nachgucken, wie viele Level gibt's? 8, genau. Und bei den roten, ne? 4 und 8 gibt's diese jeweiligen Bossfights und die haben bestimmt viele, viele Leute schon besiegt. Ich gehöre nicht dazu. Vielleicht schaffen wir das irgendwie gemeinsam, wenn euch das interessiert. Ansonsten mache ich das alleine, ohne die Kamera laufen zu lassen sozusagen. Tag. Und achso, ne, ich das vergesse. Dieses Spiel gibt es gerade im Steam-Sale noch bis zum 2. Dezember für 5 Euro. Und das ist es in jedem Fall wert, weil das macht einfach Laune. Also wie gesagt, das ist bei diesen Devolver Digital Sachen, muss ich wirklich sagen, das ist eigentlich fast garantiert, dass es irgendwie immer eine interessante Idee ist und irgendwie die Wiederspielbarkeit relativ hoch ist. Also das ist schon... Das haben die sich offensichtlich relativ groß auf die Fahne geschrieben. Uha, Mist. Ich sollte vielleicht mal nachladen. So, jetzt kann ich mal meinen Health Potion nehmen. Wie er sich zu doof anstellt. What is this? Ja, das muss man dann manchmal einfach so machen. So, eine Schlüsselkarte habe ich jetzt auch aufgenommen. Vorsicht vor dem hohen Gras. So, jetzt gucken wir mal hier weiter. So, ich werde auch in der ersten Folge also nur diesen einen Run hier erstmal zeigen, dass ihr euch das mal angucken könnt. Hoppla. Dass ihr euch das mal angucken könnt und selber entscheiden könnt, ob euch das interessiert. Wenn die Resonanz da gut ist, produziere ich da gerne noch ein paar Folgen von, weil spielen werde ich es ohnehin. Wo war diese dämliche Sentry Gun? Da, scheiße. Treffer. Was gibt's hier drüben? Oh, Knife. Das ist ganz, ganz cool. Da habe ich dann auf der Leertaste jetzt sozusagen noch einen Nahkampfangriff, falls ich also mal wieder vergessen haben sollte, nachzuladen. Das kommt ja dann doch ganz gerne mal vor. Aber wir haben noch keine Geheimräume oder irgendwas gefunden. Aber das ist auch so labyrinthartig aufgebaut.
dass man oft mehr... Oha! Dass man oft mehr mit der Navigation zu tun hat, als damit wirklich nach den Anzeichen für versteckte Wände, also oder verschiebbare Wände oder ähnlichem zu suchen. Wenn ich bei diesem Spiel weniger rede oder mich irgendwie dusselig anhöre, dann entschuldige ich mich recht herzlich, auch im Namen meiner Klasse, aber das liegt wirklich daran, dass ich... Shit, habe ich zu lange gebraucht. Dass ich mich hier tatsächlich echt ganz schön drauf konzentrieren muss. Oh. So, jetzt blinkt das hier alles schon lustig rot, weil ich nur noch ein Herz übrig habe. Ich hoffe, dass ich damit zumindest bis zur nächsten Medbay komme. Mist. Na, da hat sich's auch schon geschissen. Da war ich ein bisschen gierig. Na gut, haben wir auf jeden Fall erstmal gesehen. Wie gesagt, wenn ihr Spaß daran habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann produziere ich davon noch ein bisschen mehr. Bis dann sage ich erstmal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.